Manuel Zäuner ist der Driller. Er sucht nach heißem Gestein. Der Bohrmeißel ist gerade in rund 6 Kilometer Tiefe. Das ist ein Blindflug für ihn. Nur sein Gefühl und diese Anzeigen helfen ihm dabei. Also wir haben auch richtig Fortschritt. Wir haben so jetzt so 25 bis 30 Meter in der Stunde. Ne? Also es geht auch schon ziemlich zügig. Also 28 Meter ist ein Zug, ne? Das ist in einer Stunde abgebohrt. Und jetzt machen wir gerade kontrollieren wir gerade, in welcher Richtung wir sind, dass das also noch passt. Und dann geht's weiter. Was so simpel klingt, hat es in sich. Denn zwei Bohrköpfe müssen sich treffen, zentimetergenau. Dazu braucht es eine spezielle Magnettechnologie. In rund 7 Kilometer Tiefe werden Schleifen ins Gestein gezogen. Jede Schleife rund 90 Kilometer lang. Daniel Mölk leitet die revolutionäre Bohrung. Der Schluss der ersten Schleife, ein Augenblick für die Geschichtsbücher, sagt er. Als ob man das Finale der Fußball-WM schaut. Ja, man versucht in 8000 Metern zwei Bohrungen so breit wie ein DIN A4-Blatt zusammenzuführen. Weiß, davor hat es noch keiner geschafft in dieser Tiefe, in dieser Länge. Und als wir es dann wirklich beim ersten Mal hinbekommen haben, das war auch so, als ob dann das Finaltor geschossen wurde. Wie eine Fußbodenheizung sollen die Schleifen später mal funktionieren, nur umgekehrt. Statt Wärme abzugeben, nimmt eine Füllflüssigkeit die Wärme vom rund 180 Grad heißen Gestein auf. Durch die Hitze steigt die Flüssigkeit auf. Der Vorteil, das Gestein hat die Wärme gespeichert. Damit ist die Energie unendlich. Oben wird sie im Wärmetauscher für Fernwärme und Stromgewinnung genutzt. Das Kraftwerk soll für 20.000 Haushalte Strom liefern und ist schon fast fertig. Im Vergleich zu allen anderen Geothermieprojekten wissen wir ja, bevor wir bohren und während des Bohren schon, was rauskommt. Und wir konnten dieses Kraftwerk parallel zum Leisten der Bohrarbeiten schon erstellen. Sprich, wenn die erste Bohrung komplettiert ist, können wir sofort in Betrieb gehen. Wir haben keinen Zeitverzug dazwischen. Und das ist bisher einmalig. Derzeit sind die Kosten für die Bohrung das größte Problem. Das soll sich aber relativieren, sagen die Verantwortlichen, wenn die Technik eingespielt ist. Kommunen könnten profitieren, wie die Stadt Geretsried. Die will bald Häuser und Betriebe durch die Erdwärme heizen. Wir hoffen, dass wir am Ende des ganzen Ausbaus dieses Fernwärmenetz, was, wenn es alles so läuft, wie es geplant ist, ab 2026 erfolgen soll und dann innerhalb von 7 Jahren auf ganz Geretsried ausgerollt ist, dass wir, wenn wir gut dabei sind, die Hälfte des Energiebedarfs über Fernwärme decken können. Zurück zur Bohrung. Hier werden gerade die Daten aus der Tiefe ausgewertet. Dank Hightech bei der Bohrung kann die Position des Meißels exakt bestimmt werden. Alles läuft nach Plan. Die Bohrung ist auf Kurs. Und Manuel Zauner kann seine Maschine wieder anschmeißen. Ja, es ist was anderes auf jeden Fall, wie normal nach Öl und Gas zu bohren. Ne? Und die Energiewende schreibt uns vor, wo wir hinwollen. Ne? Und das Projekt in Geretsried könnte zum Leuchtturmprojekt für Erdwärme werden.